Ja, hallo und Glück auf zum Firmenlauf in Oerkenschwick. City Info hat sich natürlich nicht nehmen lassen und ich habe hier in die falsche Kamera geguckt, da ist ja die Hauptkamera. Also hat sich wieder mal nicht nehmen lassen mitzumachen. Ja, ihr dürft durchgehen. Lauft einfach durch, macht es schon mal warm. Wir sind heute auch wieder mit am Start und wir haben uns natürlich wieder ein starkes Team ins Boot geholt. Ich sag mal so, das ist hier Lars Brauchmann, der macht heute einen Trainingslauf, Vorbereitung zum Triathlon. Ja, das sagt er schon alles, oder? Du bist fit. Ja, ich bin topfit, genieße aber auch, glaube ich, heute mehr die Stimmung und freue mich, mit so einer tollen Mannschaft zu laufen. Also der setzt mich unter Druck. Die nächste Teilnehmerin ist die Sandra Kulawik. Ja, die hatte mal Angst, dass ich ihren Namen falsch sage. Die hat auch eine gewisse Vorbereitung. Was hast du denn gemacht? Irgend so ein Hindernislauf, ne? Mal über 18 Kilometer. Genau, ich war beim Strongman-Lauf am Nürburgring dieses Jahr am 4. Mai. Da war es sehr, sehr kalt, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja, also die beiden werden mir schon mal im Grund- und Bodenrennen. Jetzt hupfe ich mal darüber. Der war schon mal mit bei uns im Team. Das ist der Daniel Eich. Was hast du denn für eine Vorbereitung? Ja, ich war auch am Nürburgring, aber ich war letzte Woche im Rock am Ring. Und tja, noch ein paar Nachwirkungen jetzt, aber ich sehe leichte Chancen für mich. Leichte Chancen. Bist du sehr erschöpft? Ein wenig noch, ja. Okay, wir werden uns einfach jetzt mal schön in einer halben Stunde geht's los auf die Strecke bewegen. Ihr werdet wunderbare Bilder bekommen und am Ende, im Zielanlauf, so in 2 Stunden, sehen wir uns dann wieder. Wir sind gelaufen, sage ich mal so. Also 1550 Mitläuferinnen und Mitläufer sind heute hier unterwegs gewesen. Ich bin fix und alle. Ich glaube, unser Kollege Daniel auch so ein bisschen. Ne? Bisschen fix. Und ich sag mal so, ohne Sandra wären wir heute nicht so schnell durchgegangen. Eine wahnsinnig gute Leistung. Unser Motto ist ja, aufgeben ist keine Option. Ne? Und dabei sein ist alles. Ja, solche Sprüche muss ich mir permanent auf der Strecke anhören. Ich hoffe, es euch hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. War sehr schön. Lars? Ja, tolle Veranstaltung, tolles Team. War klasse Veranstaltung. Jedes Jahr wieder, gerne. Und dein Knie? Geht wieder so langsam. Das ist uns nicht böse. Nein. Also, dann verabschieden wir uns. Wir hatten eine Menge Spaß, eine Menge Schweiß, eine Menge Schmerzen. Aber es hat Spaß gemacht. Und für City Info TV sind wir ja gerne unterwegs. Wir wünschen uns, ne? Dass wir nächstes Jahr wieder alle dabei sind und trainieren vielleicht noch ein bisschen und ja, wollen wir mal schauen. Schneller. Tschüss. Tschüss.